Ich habe heute das Thema Bäume mitgebracht und das Video ist im Oktober letzten Jahres entstanden, weil es Teil eines Online-Kurses war. Dazu am Ende mehr und jetzt erstmal viel Spaß zum Thema Bäume und Datenstrukturen. Bäume, oder auch häufig Trees genannt, sind ein viel zitiertes und häufig verwendetes Datenkonstrukt. Damit wir den Algorithmenwald vor lauter Bäumen noch sehen können, schauen wir uns in diesem Video die einzelnen Elemente von besagten Bäumen oder eben Trees genauer an. Um direkt in der Metapher zu bleiben, fangen wir bei der Wurzel an. Dieses erste Element ist der Ursprung unseres Baumes und bildet die oberste Ebene ab. Unter der Wurzel geht dann die erste Verzweigung auf, das heißt, weitere Elemente stehen in einer Beziehung zu dieser Wurzel. Wofür die Elemente und die Beziehung jetzt genau stehen, hängt von dem Einsatzzweck ab. Es könnten zum Beispiel Wahrscheinlichkeiten oder eine Risikoanalyse sein oder die Verteilung von Buchstaben in einem Wort. Wir werden anhand von Beispielen im nächsten Video diesen Einsatzzweck genau erklären. Dieser erste Teilbaum, der jetzt hier entstanden ist, der beinhaltet schon alle Elemente, die wir brauchen, denn unsere Wurzel ist gleichzeitig ein sogenannter Elternknoten. Die darunterliegenden Elemente nennen wir Kinder oder eben Kinderknoten. Wie im echten Leben sind diese Kinder von gleichen Eltern untereinander Geschwister, die nennen wir also Geschwisterknoten. Die Strecke zwischen den Knoten wird übrigens Kante genannt. Jetzt fügen wir noch weitere Elemente hinzu, damit wir einen größeren Baum erhalten, der recht interessante Eigenschaften hat. Oben, wie gehabt, die Wurzel, gefolgt von einem oder mehreren Elternknoten, die wiederum Kinderknoten haben und diese sind dann erneut Elternknoten. Man spricht innerhalb eines Baumes auch von inneren Knoten, auch das ist recht eingängig. Wenn wir fachlich an das Ende unseres Baumes gekommen sind, nennen wir diese äußeren Knoten auch Blätter oder Blattknoten. Erneut aus der Metapher eines Baumes. Die letzten Kinder sind also gleichzeitig die Blätter, wie am Ende eines echten Baumes. Die Ebenen ergeben zusammen eine Höhe. Dadurch könnte man zum Beispiel zwei Bäume miteinander grob vergleichen, die zum Beispiel im gleichen Anwendungsgebiet eingesetzt worden sind. Jeder Knoten hat zusätzlich eine Tiefe. Die Tiefe sagt letztlich aus, wie viele Kanten ein Knoten von der Wurzel entfernt ist. Also es ist eher so eine Distanzmessung. Der Vollständigkeit halber kommen hier noch die englischen Begriffe für Knoten, Elternknoten und so weiter. Einfach damit ihr die Begriffe gehört und gesehen habt, in dem einen oder anderen Artikel werden auch gerne mal einfach die englischen Bezeichnungen genutzt. Wenn ich von der Wurzel beginnend an loslaufe und über mehrere Knoten ein Blatt erreiche, dann ist diese Strecke ein eindeutiger Pfad. Ich kann zum Beispiel ein bestimmtes Blatt erreichen durch links, rechts, rechts, links zum Beispiel oder auch durch Nullen und Einsen definieren. 0, 1, 1, 0. Diese Pfadabfolge kann ich dann als geordnete Liste speichern und abrufen. Zum Schluss noch ein kurzes Beispiel, das man aus der Schule kennen könnte: Wahrscheinlichkeitsbäume. Hier haben wir in jedem Knoten ein Szenario, das mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreten könnte. In der Wurzel steht eine 1 oder 100%. Ein perfekter Münzwurf kann die beiden Knoten Kopf oder Zahl ergeben, mit jeweils einer Wahrscheinlichkeit von 50%. Wenn ich dann mehrmals werfe, habe ich jeweils Kinder von meinem vorherigen Würfelergebnis und die Höhe des Baumes wächst. Mit jedem neuen Wurf wiederholt sich genau dieses neue Erstellen von Kinder- und Elternknoten und das letzte Ergebnis ist dann ein Blattknoten und damit die Wahrscheinlichkeit für genau so viele Würfe. Ich würde sagen, genug von den Grundlagen, lasst uns im nächsten Video ein paar spezielle Baumarten untersuchen. Wenn dich dieses Thema jetzt interessiert, du mehr wissen willst, vielleicht auch wissen willst, was in der Kurswoche davor passiert ist, dann lege ich dir unseren OpenHPI-Kurs ans Herz. Das ist keine Werbung, weil ich Vollzeit im Forschungsteam des Hasso-Plattner-Instituts arbeite und das unsere Bildungs- und Forschungsplattform ist. Und das Gute ist, keine Werbung, keine Discount-Codes. Kein unbedingt abonnieren. Dinge werden dort anders geregelt als hier auf YouTube. Das finde ich persönlich sehr sympathisch.
Und anstatt nur ein einziges Video zu sehen, hat man dort Quizze, Selbstlerntests, Programmieraufgaben. Auch das funktioniert nun mal nur, wenn man gerade Programmieranfängern eine Umgebung, eine sogenannte IDE gibt, um mal Dinge auszuprobieren, um Programmieren lernen zu können. Es gibt dort aber nicht nur Programmieraufgaben und Kurse, sondern auch sogenannte Kurse, die wir digitale Allgemeinbildung nennen. Das kann ich dir also mit gutem Gewissen ans Herz legen. Damit genug von mir und bis zum nächsten Video.